Willkommen bei Schlesienjournal. Am 12. November feierte die Stiftung Kreisau das 30. Jubiläum der deutsch-polnischen Versöhnungsmesse von 1989. Genau am 12. November kamen damals Bundeskanzler Kohl und Premierminister Mazowiecki in dem ehemaligen Gut der Familie Moltke zusammen und gaben sich zum Abschluss der Heiligen Messe den Friedensgruß. Heute, 30 Jahre später, erinnern sich die Zeitzeugen an die damalige Begegnung. Es ist aber auch Zeit, ein Resümee zu ziehen. Bei dem Stichwort Versöhnungsmesse in Kreisau haben wohl die meisten ein konkretes Bild vor Augen. Den Friedensgruß zwischen Tadeusz Mazowiecki und Helmut Kohl. Es ist das Symbol der damaligen Begegnung und des Beginns einer schwierigen Versöhnungsarbeit. Das war wirklich ein Höhepunkt in den Beziehungen. Und auch heute, 30 Jahre danach, verstehen wir diesen Moment als einen wirklichen Meilenstein, als einen entscheidenden Schritt weiter auf dem Weg der Versöhnung zwischen unseren beiden Staaten, die ja nach der Tragödie des Zweiten Weltkrieges so wichtig war. Damals, vor 30 Jahren, sind etwa 3000 Deutsche aus Oberschlesien nach Kreisau gereist. Eine von ihnen war Christiane Polański aus Gogolin. Auch für sie war es eines der wichtigsten Ereignisse der damaligen Zeit, an das sie sich bis heute erinnert. Der, der das erste Mal hier sitzt, der versteht das gar nicht mal, was wir hier sind. Das war ein PGL, das waren einfach in Mauern angestanden, das war muss mit Kalk von außen bemalt, Steine waren wohl ausgeschüttet und das war alles. Wir als Schlesier, wir haben das noch wie anders verstanden, wie die, was weiter kam aus Polen. Man hat immer gedacht, ja, es kann was das und unpassend etwas passieren, es könnte was sein. Aber das war alles so, die Leute, wir waren so enthusiastisch eingestellt, muss man so sagen. Nicht? Und das erste Mal kam hier jemand uns besuchen aus Deutschland. Und auch der Kohl war das dazu. Und wir das ganze Leben haben wir auf gewartet. Auch Bernhard Geider, der heutige Vorsitzende des Dachverbandes der deutschen Minderheit in Polen, weiß, mit welch mulmigem Gefühl so einige nach Niederschlesien gefahren sind. In damaliger Situation war das natürlich eine Fahrt in Unwissenheit, so würde ich das bezeichnen. Eines wussten wir. Wir wussten, dass wir jetzt uns zum ersten Mal als Deutsche in Polen oder aus Polen, aus Schlesien, aus Oberschlesien offen zeigen werden. Und natürlich, zu welchen Konsequenzen kann das führen? Das war mit der Unruhe und Angst verbunden. Heute, 30 Jahre später, sind beide Staaten und Nationen einander viel näher, was auch in Kreisau betont wurde, aus polnischer wie auch aus deutscher Seite. Die Versöhnung hat in den letzten 30 Jahren auch weitere Fortschritte gemacht. Wir sind heute in vielen Bereichen sehr nah beieinander. Wir arbeiten sehr gut zusammen in vielen Bereichen, gerade auch in der Zivilgesellschaft und in der Wirtschaft und auch in den politischen Fragen arbeiten wir eng zusammen. Nicht in allen Fragen haben wir die gleichen Meinungen, aber wir versuchen immer, gute Lösungen zu finden für die Menschen in unseren beiden Staaten. Und ich glaube, das gelingt auch ganz gut. Es bleibt aber trotzdem einiges zu tun. Das Wissen um die deutsch-polnische Versöhnung müsse gestärkt werden. To miejsce ważne, choćbyśmy chcieli, by było jeszcze ważniejsze. To znaczy nie tylko krzyżowe, ale samo pojednanie, bo możemy zapytać, czym jest dzisiaj pojednanie polsko-niemieckie dla Polaków i dla Niemców. I myślę, że z trudem uzyskalibyśmy jednoznaczną odpowiedź, taką, jaką byśmy uzyskali, pytając Europejczyków, czym jest pojednanie niemiecko-francuskie. Tam jasno wiemy, niemiecko-francuskie pojednanie jest symbolem przezwyciężenia wrogości i zbudowania jedności Unii Europejskiej. Polsko-niemieckie pojednanie, a tym samym i krzyżowa, jest słabsze, jeśli chodzi o przekaz. Nie ma tej funkcji, tej klarownej funkcji kulturalnej i politycznej, jaką ma inne pojednanie, ale to dla nas oznacza, że musimy nad tym bardzo intensywnie pracować. Auf dem Weg dahin steht aber nicht nur die Arbeit an der Symbolträchtigkeit des Ortes Kreisau und der Versöhnung. Es sind auch aktuelle politische Probleme, die beiden Staaten und Nationen im Weg stehen. Und auch die deutsche Minderheit hat an der heutigen Politik so manches auszusetzen. Der vor kurzem wiederbelebte deutsch-polnische Runde Tisch führte nämlich zu keinen Fortschritten beim Minderheitenrecht. Mehr noch, durch Aussagen polnischer Politiker fühlen sich die Deutschen in Polen als Geisel der polnischen Außenpolitik und fürchten um den Fortbestand der Förderung des Deutschunterrichtes.
Wenn wir jetzt 30 Jahre nach der Messe jetzt sprechen, ja, da müssen wir uns sagen, dass so eine Situation, wie wir jetzt haben, ist natürlich unvergleichbar sowieso mit damaliger Zeit. Eines ist aber bis heute natürlich gar nicht umgesetzt, was damals auf den Transparenten zu lesen war. Alle erinnern sich heute an den einen Transparent, wo stand, geschrieben stand, Helmut, du bist auch unser Kanzler. Aber da sind ein paar mehr Transparenten gewesen. Und auf einen stand klar geschrieben, wir fördern deutsche Schulen. Und da muss man sagen, wir fördern immer noch. In den kommenden Jahren wird sich in diesem Bereich vermutlich nichts Gravierendes tun. Und auch bei den politischen deutsch-polnischen Beziehungen muss man sich wohl eher auf wenig wirkliche Bewegung einstellen. Ein Lichtblick dabei bleibt Kreisau als Ort der Verständigung und Versöhnung. Die Jubiläumsfeierlichkeiten in Kreisau wurden auch dazu genutzt, mit Kommunalpolitikern aus Polen und Deutschland über die Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten zu diskutieren. Und nun die Infos im Schlesien-Journal. Deutsche Minderheit hat Wert, lautet der Leitsatz der Imagekampagne der deutschen Minderheit. Diese wurde am 13. November in Oppeln eröffnet. Das Ziel, die polnische Mehrheit zu überzeugen, wie viel die deutsche Minderheit in der Region macht und der Minderheit selbst zu zeigen, dass es etwas Besonderes ist, einer Minderheit anzugehören. Also wir haben zwei Ziele eigentlich. Eins ist das Ziel, dass wir mit dieser Kampagne nach außen gehen und der polnischen Gesellschaft zeigen, dass hier deutsche Minderheit lebt, dass sie hier lebendig ist, dass sie hier ihre Tradition pflegt und Kultur und Sprache und dass man keine Angst vor der deutschen Minderheit und von den Menschen hat, die hier leben. Und andererseits, das zweite Ziel ist, dass wir nach innen gehen, also dass wir unseren Menschen sagen, okay, ihr seid Supermenschen, weil ihr gerade aus der deutschen Minderheit herausstammt und dass ihr diese Sprache und Kultur pflegt und dass ihr das alles habt, was die Mehrheit nicht hat. Die Gesichter der Kampagne sind engagierte Menschen, die innerhalb der Strukturen der SKGD tätig sind. Sechs Personen werben für Kultur, Gesellschaft, Sprache, Glaube, Tradition und Gemeinschaft. Diese Werte sind diejenigen, die die deutsche Minderheit ausmachen, meint der Vorstand der SKGD im Oppelner Schlesien. Im Rahmen der Kampagne Deutsche Minderheit hat Wert werden unter anderem Plakate in Städten aufgehängt, Interviews in Form von Kurzfilmen veröffentlicht und soziologische Untersuchungen der deutschen Minderheit in der Wojewodschaft Oppeln durchgeführt. Mehr Informationen finden Sie auf der unten eingeblendeten Internetseite. Zum 28. Mal wurde in Ratibor das Eichendorff-Chorliederfestival veranstaltet. Die Werke von Josef von Eichendorff, dem Dichter der Romantik und Sohn des Ratiborer Landes, inspirierten oft berühmte Komponisten. So wurden auch viele Lieder geschrieben. Diese haben am Freitag 7 Chöre auf der Bühne gesungen. Tak wielki kompozytor, a jednak nie do końca znany. Jest parę ulic, jest jakiś pomnik, ale zasługuje na więcej. I więc popularyzacja to jest na pewno jeden z głównych celów, ale też i radowanie się tą twórczością i przyswajanie tej twórczości. Nie tylko jeśli chodzi o tekst, ale również przez pieśń, przez wokalne czy wokalno-instrumentalne wykonania. Die Teilnehmerchöre aus Schlesien sangen verschiedene Werke Eichendorffs auf Polnisch und Deutsch. Den Grand Prix gewann der Chor Liederhort aus Rybnik unter der Leitung von Richard Ucher. Den ersten Platz gewannen die Sänger des Pfarrchores aus Brzeche. An diesem Tag wurde auch an zwei Personen erinnert, die beim Eichendorff-Chorliederfestival mitgewirkt haben, jedoch vor kurzem verstorben sind. Es waren Piotr Libera und Paweł Kowol. Jest to na pewno wielka strata, ponieważ obydwaj ci wielcy twórcy muzyczni bardzo przyczynili się i do rozwoju muzyki na terenie Raciborza i do popularyzacji pieśni, a także pieśni Eichendorffa. Więc jest to nieodżałowana strata. Musimy o nich pamiętać, musimy ich godnie zawsze uczcić, żeby po wielkich ludziach tej ziemi pamięć nie zaginęła. Dieses Festival wurde vom Deutschen Freundschaftskreis Bezirksvorstand Schlesien mit Sitz in Ratibor sowie dem Ratiborer Kulturzentrum organisiert. Das nächste Eichendorff-Chorliederfestival findet erst im Jahr 2021 statt.
Tag der offenen Tür bei Medien des Verbandes der Deutschen Gesellschaften in Oppeln. Am 15. November haben wir unsere Leser, Zuhörer und Zuschauer in unsere Redaktion eingeladen. Der Chefredakteur des Wochenblatt PL, Rudolf Urban, begrüßte offiziell alle Besucher. Dabei hat er sie zu Gesprächen und zum gemeinsamen Kennenlernen eingeladen. An diesem Tag besuchten unsere Redaktion auch Kinder aus der Grundschule in Bełchatów und der Vereinsschule Pro Liberis Silesia in Raschau. Die Schüler konnten in die Arbeit der Redaktion hineinschnuppern. Sie wurden zu einer Redaktionssitzung eingeladen und mussten eine kurze Nachricht vorbereiten. Weitere Informationen über unsere Redaktionen finden Sie auf der unten eingeblendeten Internetseite. Das war's bei Schlesienjournal für heute. Uns gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.